Zur Aufstellung des Scratch Masters beachten Sie bitte, dass Sie eine stabile Unterlage benötigen. Nach dem Aufstellen auf der stabilen Unterlage kontrollieren Sie bitte das Gerät auf korrekte Ausrichtung. Dazu ist es nötig, dass sich Arm in waagerechter und senkrechter Richtung einwandfrei bewegen lässt. Achten Sie, dass die Anschläge in ihrer Ursprungsposition positioniert sind. Erster Anschlag, zweiter Anschlag, dritter Anschlag, vierter Anschlag. Der Arm muss zentrisch zum Prismentisch ausgerichtet sein. Senken Sie ihn dazu ab und kontrollieren Sie, ob dieser mittig zum Prisma sitzt.